Grüße euch, meine lieben Mathematiker, und Entschuldigung, dass wir den Teil gestern so früh abbrechen mussten, aber es ist einfach echt unangenehm, so eine mathematische, ja, so eine Matheaufgabe hier lösen zu müssen, während man pinkeln muss. ja, ich hoffe, ihr habt einen schönen Sonntag gehabt bisher. Und wir probieren jetzt mal folgenden Code hier aus. Der müsste eigentlich stimmen. 9 stimmt hier schon und wir machen mal Enter. Okay, 9 und 4 stimmt. 5 und 8 kommen noch vor. Das heißt, wir haben 8, 9, 5, 4. Das müsste dann stimmen. Weil 8 ist größer, ist kleiner als 9. 9 ist größer als 5. 5 ist kleiner als 4. Und korrekt. So, wir sind auf der Spitze des Leuchtturms. Letztes Mal hatten wir ein längeres Gespräch mit Jack. Und wir betrachten hier mal den Ausblick auf die Wüste als Outlaw. Endlich sind wir ein Outlaw. Ich bin wirklich so froh, ihr seid am Start, Leute. Wir sind Outlaw. Und die Wüste gehört uns. Die Wüste ist einfach unser Eigentum. Uns kann keiner mehr aufhalten. Oh, was ist das hier für ein cooles Bild? Wir haben ja auf der Spitze des Leuchtturms ein Bild gefunden. Fuck, es schaut fast aus wie ein Porträt aus der präapokalyptischen Zeit. Vielleicht sogar eins der Entwickler dieses Spiels. Kann es sein. Möglich ist es. Vielleicht sind das hier im Hintergrund irgendwelche Schriftzeichen, die irgendjemand entschlüsseln kann. Die Frau hier schaut ein bisschen aus wie... Weiß nicht, ist es die Frau von Björn Pankratz? Ich weiß nicht genau. Schaut ein bisschen ähnlich aus. So. Und wisst ihr was? Endlich sind wir wieder an dem Punkt angekommen, an dem auch ich nicht mehr weiß, was als nächstes passiert. Wir sind also wieder im Modus Operandi dieses Let's Plays angekommen. Wie gesagt, bei den letzten zwei Teilen, da wusste ich ja schon, was passiert, weil mein OBS die Dateien geschrottet hatte und ich das Ganze deswegen nochmal aufnehmen musste. Aber jetzt halt weiß ich... Oh, jetzt sind wir wieder an dem Punkt angekommen, wo ich auch nicht mehr weiß, was Sache ist. Und das ist mir wesentlich lieber, weil ich ja dann auch mehr Spaß dran habe, mit euch zusammen das hier zu zocken. Wenn ich nicht weiß, was als nächstes passiert, weil dann ist es für mich auch spannender. Aber ey, wir sind Outlaw. Schaut euch nochmal unsere Rüstung an. Ist jetzt auch nicht so beeindruckend, aber so eine Brustplatte ist auf jeden Fall was wert. Besser als keine zu haben. Würde ich mal so behaupten. Und... Oh. Irgendwie haben die Bewohner von Edan oder von Magellan das Bedürfnis, ihre Campingstühle an Klippen aufzustellen. findet man ganz oft. Aber wir haben hier noch ein Kartenstück, nice. Ich weiß nicht, was es mit diesen Kartenstücken auf sich hat. Ob man da irgendwie was finden kann. Aber... Oh, ich falle wieder von der Klippe runter. Alter Schwede. Und was ich auch komisch finde, irgendwie jedes Mal, wenn ich dieses Ding hier deaktiviere, dann ist es beim nächsten Mal wieder aktiviert. Dieses Ausweichen, wenn man zweimal auf eine Richtungstaste drückt. Komisch irgendwie. Weiß gar nicht, was da los ist. Aber macht ja nichts. Wir werden trotzdem weiterhin stoisch unser Ding durchziehen und jetzt halt auf der Karriereleiter des Outlaws aufsteigen. Meine Befürchtung ist nur gerade so ein bisschen, dass wir als Outlaw dem Duke unterstellt sind und ich weiß, dass der Duke nicht so begeistert sein wird, wenn er erfährt, dass wir die Iron Madison umgebracht haben. Und das kann natürlich bedeuten, dass wir uns den Duke als Feind gemacht haben. Und das... Was? Was hat er gesagt? Egal. Und das könnte natürlich abträglich sein für unser Bestreben, ein hochrangiger Outlaw zu werden. Was dann bedeuten könnte, dass wir den Duke vielleicht mal irgendwann abmurksen müssen. Mal gucken, was sich da so ergibt. Und wir deaktivieren wieder die
Gegneraufschaltung, weil die bringt einem eigentlich nichts. Die ist eigentlich total scheiße, wenn man mal so auf Deutsch sagen darf. Wir machen hier lieber mit unserer Großaxt rum. Und nach wie vor ist die Großaxt eine meiner irgendwie die Waffe, die mir am sympathischsten ist. Weil die einfach am meisten Schaden macht. Das ist der einzige Grund, so. Und, ich hoffe außerdem noch drauf, dass wir irgendwann mal noch einen Stim finden werden, der uns, mehr Ausdauer gibt. Weil, wenn wir mehr Ausdauer haben, dann ist es auch kein Problem mehr mit der Großaxt zu kämpfen, weil wir dann ständig Ausweichsprünge machen können. Und wenn man die machen kann, dann ist man eigentlich so gut wie gefeit vor gegnerischen Angriffen. Außer man ist wirklich massiv in der Unterzahl, dann kann es einen trotzdem immer noch treffen. Aber ansonsten kann man die Gegner eigentlich ganz gut, ich sag mal, ihre Aktionen antizipieren, um mich mal gewählt auszudrücken. Was sind das hier eigentlich für Pflanzen? Irgendwie schaut das ein bisschen aus wie junge Bananenstauden oder sowas. Oder wie irgendwie ein mutierter Mohn oder so. Lustig, dass der Mohn hier mutiert, aber die Kakteen nicht. Gut, ich meine, das kann ja sein. Das ist durchaus plausibel als alter Pflanzengenetiker. Pflanzengenetik war ja auch Teil meiner Ausbildung, kann ich euch sagen, dass es schon plausibel ist, dass sowas passiert. Gerade wenn es so Strahlung geht und so, also Mutationen durch Strahlung, beziehungsweise, ja, Strahlung, genau, ist schon das richtige Wort, dann gibt es wirklich durchaus Pflanzen, die da resistenter sind als andere. Und manche, die ganz empfindlich reagieren und manche, die gar nicht reagieren. Also das kann schon sein. Und ich weiß nicht, momentan bin ich schon wieder so ein bisschen im Stromerer-Modus. Ich bin eigentlich so ein bisschen der Nase nach unterwegs. Und habe so ein bisschen das grobe Ziel, Richtung vorzugehen. Um da mal ein Pläuschchen mit dem Duke zu führen. Weil ich mal annehme, dass der Duke uns noch was zu sagen hat, nachdem wir jetzt ein Outlaw sind und auch vor allem zum Thema Iron Madison vielleicht nochmal was zu sagen hat, weil wir die getötet haben. Vielleicht sollten wir uns auch nochmal einen Plan B vorher zurechtlegen, falls der Duke uns jetzt halt feindlich gesinnt ist. Das wäre natürlich richtig blöd. Hat uns jetzt tatsächlich zweimal getroffen. Der gottverdammte Penner, der Hescher hier. Hescher. Aber mittlerweile kommen wir ganz gut zurecht mit denen. Freut mich sehr. Nicht nur, weil wir im Level aufgestiegen sind, sondern auch, weil ich ein bisschen mehr Ahnung von deren Kampfanimationen habe. Das heißt, ich kann die jetzt ein bisschen besser einschätzen. Aber hauptsächlich hat es mit dem Level zu tun auch. Keine Ahnung, weiß ich, kann ich gar nicht genau sagen. Aber dieser große Ogre da drüben, ich weiß nicht, ob wir den schon bekämpfen sollten. Wahrscheinlich eher nicht. Wir können mal gucken, ob wir einen der Gegner hier anlocken können. Okay, nee, es kommen alle. Nix hier weg. Oder? Können wir den Hescher alleine herausfordern? Gucken wir mal. Ich meine, wenn wir zwei Gegner hätten, wie zum Beispiel jetzt diesen kleinen Wühler hier, das wäre eigentlich auch kein Problem. Aber wenn es jetzt drei sind, dann ist es schon ein bisschen größer, das Problem. Na komm her. Es sind jetzt vier sogar mittlerweile. Nee, das macht keinen Sinn, gegen vier zu kämpfen. Der Wühler kann anscheinend Plasma abfeuern, okay. Gut, von mir aus. Oh. Nicht gut. Nach dem allerersten Angriff hat er uns schon übelsten Schaden zugefügt. Aber wir können mal einen Stim nehmen, da habe ich voll Bock drauf. Können wir uns mal auch anschauen, was diese Stims für Boni bieten für uns. Also,
Seht ihr, wenn ihr mal guckt, wie viel Schaden ich jetzt nehme, ich mache jetzt auch bewusst das so, dass ich viel Schaden nehme. Nicht so viel, dass ich jetzt sofort sterbe, aber ich werde auf jeden Fall Schaden mit fressen. Und ihr könnt ja mal gucken, wie krass der Tim uns wieder hochheilt. Leider ist er mittlerweile abgeklungen. Und es ist immer noch kein Gegner gestorben. Und der kleine Drakon hier drüben ist auch noch bei guter Gesundheit, aber... Aua! Wir haben auch nur noch einen Stim. Vielleicht können wir uns ja Scrappy als Unterstützung holen. Scrappy, helf mir mal. Du schuldest uns eh noch ein bisschen was. Genau. Danke dir. Ey, du Bastard. Hello, Vogel. Du bist ein Penner. Das muss ich dir aber jetzt wirklich mal ganz im unter Freunden sagen. Ah! Ich bin Outlaw und bin dennoch gestorben. Ich bin ein Schwächling. Verdiene es nicht zu leben. Okay, diesmal müssen wir halt dann keinen Aggro auf die Jungs setzen. Dann gehen wir halt wie Feiglinge an ihnen vorbei. Hilft dann halt einfach nichts. Wenigstens hat uns dieser komische Ogre-Typ da nicht verfolgt. Und wenn jetzt Scrappy gestorben wäre, dann wäre ich auch traurig gewesen. Aber hier haben wir jetzt halt ein Opfer, das wir ohne Probleme vernichten können. Und ich wirklich, ein Tipp, den ich euch wirklich ans Herz legen will, ist, schalte diese Gegneraufschaltung ab. Das ist völliger Quatsch, das bringt euch gar nichts. Das schränkt euch nur ein und es ist absolut scheiße. Drückt immer X, wenn ihr mit Tastatur spielt. Vor jedem Kampf X drücken oder mal gucken, ob es vielleicht irgendwie eine Option gibt, das auszuschalten. Diese Gegneraufschaltung, sodass ihr immer in Richtung des Gegners schaut, ist völliger Quatsch. Braucht ihr überhaupt nicht, ist nur schlecht. Meiner Meinung nach zumindest, ich weiß nicht, kommt auf euren Spielstil wahrscheinlich auch ein bisschen drauf an, aber für mich ist es echt absoluter Scheiß. Weil ihr könnt irgendwie nicht wirklich vom Gegner weglaufen und wenn dann nur langsam oder beziehungsweise nicht weglaufen, also jetzt nicht im Sinne von fliehen, aber halt so Abstand zwischen euch und eurem Gegner bringen. Das geht da halt einfach gar nicht wirklich. Und damit verbraucht ihr einfach durchs Blocken, wenn ihr blockt, viel mehr Ausdauer, weil ihr halt ständig in der Attackenreichweite eures Gegners seid. Und anders, wenn ihr die Aufschaltung abschaltet, dann könnt ihr einfach so ganz chillig, so mit normaler Geschwindigkeit vor eurem Gegner weglaufen. Angenommen dieser Block hier ist ein Gegner da, könnt ihr halt einfach normal von ihm weglaufen, so wie ich jetzt gerade, und so ein bisschen Abstand zwischen euch bringen. Und wenn ihr die Gegneraufschaltung angeschalten habt, dann könnt ihr immer nur in die Richtung von dem schauen und euer Charakter dreht sich nie von ihm weg. Und ihr könnt eigentlich im Grunde genommen immer nur so vor ihm hin und her laufen und seid damit viel langsamer, als wenn ihr so vor ihm lauft. Und ist völliger Quatsch, das braucht ihr überhaupt nicht. Deswegen mein Tipp an euch, schaltet diese Gegneraufschaltung aus, das ist echt Quatsch. Braucht ihr nicht. Und ihr seid viel agiler ohne der. Und hier ist die coole Drohne. Halt, ID. Die spricht uns sogar an. Verdammt. Jetzt habe ich ein Problem. 5 geteilt durch 0. Das würde wahrscheinlich ein Fehler in ihr... 5, weil man kann ja nichts durch 0 teilen. Das würde wahrscheinlich dann ein Fehler in ihrer KI auslösen. Weil durch 0 kann man nicht teilen. 1, 2, 3, 4, 5 ist Quatsch. Oder? Vielleicht stimmt's ja. 0, 0, 0, 0, 0, das weiß ich nicht. Hacken kann ich leider nicht. Was willst du? Verdächtige Lebensformen benötigen valide ID zum Übertreten der Überwachungszone. 2. Versuch. ID. Oh oh. 5 geteilt durch 0. Nullteilung nicht möglich. Fehler abgefangen. ID nicht im System gefunden. Initialisiere Terminierung. Scheiße. Wir müssen uns aus dem Staub machen.
Sie greift uns an. Folgt ihr uns? Das ist geil. Die Drohne greift uns an. Oh mein Gott. Wir haben ein Monster erschaffen, Leute. Ich hoffe, die verfolgt uns nicht. Sie schießt nur auf uns, habe ich das Gefühl. Ich denke mal, sie kann halt ihren Posten nicht verlassen, weil das gegen ihre Programmierung sprechen würde. Geil, Alter. Okay. Na gut. Seltsame Begegnung, ein bisschen awkward. Und ich würde mal sagen, wir reden jetzt mal mit dem Duke. Rachefeldzug? Nö, nö. Ja, egal, wir finden den Duke auch so, denke ich, hoffentlich mal. Crazy Red ist auch ein Outlaw-Lehrer. Interessant. Big Jim ist der Outlaw-Lehrer. Der Kampflehrer. Wisst ihr was? Wir könnten auch theoretisch mal noch ein bisschen Kampf lernen. Und zwar wollte ich ja ursprünglich noch die Fähigkeit Fernkampf noch ein bisschen verbessern. Obwohl ich genau weiß, dass es wirklich wenig bringt nur. Aber ich hoffe halt mal, dass es für andere Waffen was bringt. Und jetzt nicht nur für diese blöde Armbrust. Und ich würde halt auch mal gern auf die Fernkampfwaffen hinleveln. Bloß das Problem daran ist, es gibt halt ganz verschiedene... Achso, wir haben hier übrigens Volkmars Waffe bekommen. Habe ich euch noch gar nicht gesagt. Das Blöde ist, diese Zweihandwaffen kosten halt alle Stärke und Konstitution. Und die Fernkampfwaffen kosten alle Geschicklichkeit und Stärke. Also ich müsste jetzt mich entscheiden zwischen Geschicklichkeit und Konstitution, aber Stärke kann ich auf jeden Fall mal hochleveln. Machen wir ein bisschen drauf. Chaka, 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 chaka. Machen wir auf 60 hoch. Weil das so ein Schwellenwert ist, den viele Waffen haben. Oh. Und das bedeutet, wir könnten jetzt... Oh, 70 braucht die sogar. Verdammt. die Kavum. Können wir jetzt sogar schon nehmen. Konnten wir letztes Mal auch schon. Genau. 61, 60. Volkmars Waffe. Blood Reaper. Ich würde den Blood Reaper gerne nehmen können. Das heißt, ich mache nochmal einmal hoch. Chugger. Und dann bräuchte man noch 3 auf Konstitution. Das wäre halt ein wirklich... Können wir das jetzt schon machen? Schade, nein. Aber wir könnten vielleicht noch Ränke nehmen. Und zwar Elix-Tränke. Elix-Tränke. Wisst ihr was? Wir besuchen mal den Doc. Weil ich nehme mal an, dass wir bei dem noch ein paar Elix-Tränke brauen können. Und dann könnten wir eventuell sogar schon den Blood Reaper nehmen. Das wäre natürlich richtig nice. Das wäre natürlich richtig nice, wenn wir den Blood Reaper nehmen könnten. Elix-Trank, genau. Da gibt es 2 verschiedene Rezepte. Naps, genau. Das machen wir doch mal. Dann werden wir die konsumieren. Ja, ist in Ordnung. Dann werden wir die konsumieren und dann können wir wahrscheinlich den Blood Reaper nehmen. Das wäre natürlich richtig geil. Zieht's euch mal rein. Mal ganz kurz gucken. Blood Reaper. 36, 38, Konstitution. Oh yeah. Oh yeah, Blood Reaper, wir kommen. Wow, der macht halt gleich mal 17 mehr Schaden als unsere jetzige Waffe. Heiliges Kanonenrohr. Blood Reaper. Und der macht auch noch Blutungsschaden. Und er leuchtet. Und der schaut super cool aus. Geil, Mann. Wir haben den Blood Reaper. Ihr wisst ja vielleicht noch, dass wir, wo wir den gefunden haben.
Und zwar in dem Land der Berserker. Haben wir den gefunden. In einer Fabrik. Oh, geil. Heftig. Heftig, heftig, heftig. Die neue Waffe. Und zwar nicht von schlechten Eltern. Die ist die beste, die Waffe... Boah. Jetzt machen wir halt richtigen Schaden, ne? Ich glaube, das war so ein richtiger Sprung. Da guckt man den Preisunterschied zwischen dem Reaper. Den hatten wir halt bisher. Der kostet 248. Und der Blood Reaper kostet 743 gleich mal. Also der ist wirklich viel besser und macht auch 17 mehr Schaden. Das ist so ein richtiger Sprung in der... In dem Schadensappartement. Und wir fallen hier in den gottverdammten Felsspalt rein, natürlich. Muss natürlich jetzt sein. Und sterben wahrscheinlich noch. Nein! Was ist denn jetzt hier los? Warum... Bin schon dran. Warum? Okay, aber das ist eigentlich gar nicht schlecht. Wir können jetzt gleich mit unseren... Boah, ey, was ist denn los, Mann? Geht's noch? Kommt ihr noch klar? Hä? Wir haben halt so kaum die bessere Waffe ausgerüstet und schon werden wir halt so heftigst zerschlagen. Na toll, jetzt müssen wir alles wieder von vorne machen. Oh. Theoretisch können wir das dann demnächst mal, also, sag mal, also gewollt ausprobieren, bla bla bla, komm, hau ab. Egal. Ich will nur an deine Werkbank. Okay. So. Und das Ganze nochmal. Und dann auch speichern danach. So. Wunderbarst. Und jetzt noch ausrüsten. Chaga chaga. So, und speichern. Und jetzt können wir mal zu den Banditen da unten runter jumpen und mal unsere neue Waffe an denen ausprobieren. So wie es sich für, Ronin gehört. Die sogenannte Samurai, die ein neues Schwert haben. Hier unten sind sie schon. Diesmal müssen wir allerdings die Mine vermeiden. So. Na, warte. Aha. So, das sind gar keine Minen, sondern das ist der Raketenwerfer-Dude. Interessant. Da gucken wir mal, dass wir ein bisschen abhauen. Oh. Okay, ja, der hat einen Raketenwerfer, würde ich mal sagen. Ist nicht so einfach. Aber wenn wir vielleicht direkt auf seiner Schnauze landen, dann könnten wir vielleicht seinen Vorteil gleich mal negieren. Allerdings sind wir dann auch mitten in seinen Brüdern drin. Aber es macht ja nichts. So. Ich kann nochmal Stim nehmen. So. Dann komm mal her. Also es geht schon. Es geht schon. Wir können die schon schlagen. Wo ist es ja nicht? Es geht schon. Ein Versuch machen wir nochmal. Hast du schon im Käfig? Dich mach ich lang. Boah. Heiliges Kanonenrohr. Die haben ganz schöne Feuerkraft, die Banditen da unten. Aber wir können hier natürlich mit unserem Stim einiges reißen. Oh. Ach, verdammt. Nee, egal. Wir gehen zum Duke. Mit denen kämpfen wir später. Wenn wir eine bessere Rüstung haben. Wir gehen jetzt nochmal zum Duke und reden nochmal... Ach, hier ist... Oh, Gott. Du verdammtes Arschloch. Dass mein Bruder tot ist, ist allein deine Schuld.
Alles, was für mich einen Sinn hatte, ist wie weggeblasen. Das kann natürlich sein. Schwierig, was man da sagen soll. Ich würde ja gern gegen ihn kämpfen und ihn umbringen, meine neue Waffe an ihm ausprobieren, aber... Aber er ist eigentlich nicht selber dann schuld. Ich meine, eigentlich ist er wirklich der Mad Bob schuld. Oh mein Gott. Schwierige Entscheidung. Wir können ja mal ein bisschen Mitleid heucheln. Aber seid gewiss, mir tut es eigentlich nicht wirklich leid, aber... eigentlich würde ich schon gerne gegen ihn kämpfen. Du bist selber daran schuld. Willst du mich verscheißern? Du hast dich auf ein Spiel mit dem Müllbaron eingelassen, das du nicht gewinnen konntest. Und wenn ich 1000 Spiele verloren hätte, hat er nicht das Recht, meinen Bruder zu töten. Ich werde meinen Kummer in der Bar ertränken. Aber vorher klären wir zwei die Angelegenheit, wie es unter Männern üblich ist. Ja, gerne, Mann. Wenn du unbedingt sterben willst. Wenn du unbedingt sterben willst. Du bist derjenige, der gleich tot ist. Ihr habt hier nichts verloren. Ah, er hat eine verstrahlte Waffe. Okay, interessant, okay. Also die Axt macht auf jeden Fall perversen Schaden. Naja. Und hier sind wir in unserem neuen Haus. Wunderbar. Darf man gleich mal eine Runde. So, und jetzt gucken wir nochmal zum Duke. Der müsste ja hier drüben irgendwo sein. In seiner Bude. Da drüben ist ja dieser Luftschutzbunker. Und wir müssen auch mal irgendwann nochmal ein Wörtchen mit dem Wissenschaftler wechseln, der da die Bombe baut. Ich habe auch echt Bock, diese Bombe abzuwerfen, endlich. Und er hat sich hier verschanzt in seiner Bude. Oh! Wer hier eine dicke Lippe riskiert, lustig, dass wir den noch nicht mal gefunden haben. Den Teleporter beim Duke. Alles klar. Geil, Mann. Servus. Mal speichern. Wie ich sehe, gehörst du jetzt zu meinen Leuten. Eine gute Wahl, aber ich warne dich. Bleib am Ball und lass besser nicht nach, sonst bist du schneller wieder draußen, als dir lieb ist. Verstanden? Also, willkommen bei den Outlaws, die wahren freien Menschen von Magalan. Geil, Mann. Oh, wir sind schon richtig gut ausgestattet mittlerweile. Ihr seht schon, jetzt geht's richtig voran. Seit dieser Folge am Freitag, als wir Outlaw geworden sind, haben wir uns schon wirklich weit entwickelt. Also, schaut mal her, wir haben hier den Blood Reaper, wir haben die Rüstung und. Richtig heftig. Verschwinde, ich hab zu tun. Oh, er will nichts mehr wissen von uns, schade. Dann müssen wir uns jetzt weiter umschauen nach neuen Aufträgen. Aber wisst ihr was? Das machen wir dann beim nächsten Mal, würde ich sagen. Die Folge ist schon wieder ziemlich lang geworden. Und deswegen sage ich, wir sehen uns beim nächsten Mal. Echt nice von euch, dass ihr reingeschaltet habt. Freut mich sehr. Und würde mich auch freuen, wenn ihr dann beim nächsten Mal wieder reinschaltet. Morgen geht's weiter. Und haut rein. Bis dann und ciao.